Hallo ihr Lieben, heute mache ich mal so eine Art Vlog, denn ich werde euch jetzt mitnehmen. Ich habe nämlich eine Einladung bekommen. Mir wurde nur gesagt, dass ich eine Einladung kriegen werde. Hauke ist gerade nach Hause gekommen und hat mir hier einen Briefumschlag in die Hand gedrückt, weil er am Postkasten war. Und ich öffne das jetzt mal mit euch zusammen. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich wirklich keinerlei großartigen Informationen bekommen habe. Und zwar steht hier, Our Future Begins. Und dann steht, okay, Fallout 76. Findet den Power Armor Helm und erspielt für eure Community eine exklusive Xbox One und eine Fallout 76 Collectors Edition. Freitag 8 Uhr, okay, also morgen. Und dann sind hier so komische Zahlen. Survival Camp, okay, wow. Okay, ich habe Fallout Original noch nie gespielt. Hauke, kannst du mal kurz kommen? Hast du jemals Fallout gespielt? Nein. Auf jeden Fall soll ich morgen um 8 Uhr bei komischen Zahlen sein. Ich gehe mal davon aus, dass das Gradzahlen sind. Ich habe keine Ahnung. Kannst du mal irgendwie... Ja, bitte. Kennen wir irgendjemanden, der Fallout gespielt hat? Ich kann da nicht unvorbereitet hingehen. Ezra. Woher weißt du das? Sie hat es getwittert. Okay, sie hat es getwittert. Ein Top-Follower. Okay, warte mal, ich muss Ezra eine Sprachnachricht schicken. Du kriegst mal irgendwie raus, wo ich morgen, wo, wann, wie zu sein haben sein soll. Hey Ezra, ich habe mal eine Frage. Und zwar hat Hauke gerade gesagt, dass du mal getwittert hast, dass du Fallout gespielt hast. Ich habe so eine Einladung bekommen für so ein Survival Camp und ich habe absolut keine Ahnung, was mich da erwartet. Kannst du mir eventuell sagen, wie ich mich vorbereiten kann? Also was passiert da? Also ist das jetzt ist Krieg? Zombies? Fallschirme? Was erwartet mich bei diesem Survival Camp? Und vor allem gibt es irgendwas, worauf ich achten muss, weil ich will gewinnen, weil man kann da irgendwas gewinnen. Ich weiß auch nicht. Gib mir einfach alle Informationen, die du hast. Oh, Ezra hat geschrieben. Hey, freut mich voll, dass du einen Anruf bekommen hast, dass du beim Survival Camp mitmachen kannst. Wenn du Tipps von mir möchtest, erstmal würde ich dir empfehlen, dass du vielleicht nochmal drüber nachdenkst, ob du da mitmachen willst. Weil ich kann mir dich irgendwie nicht so als Survivor-Typ vorstellen. Was willst du mir damit sagen? Ich erkläre dir mal, worum es da geht oder worauf du aufpassen musst. Da gibt es mutierte Insekten und Tiere, vor denen solltest du dich in Acht nehmen. Und vor allem sind auch mutierte Menschen unterwegs. Das sind wilde Ghule. Und die sind wie wilde Zombies. Die greifen dich an, wenn sie dich sehen. Also versuch, Ausdauer zu beweisen. Gutes Schuhwerk anziehen. Dann, dass du dir vielleicht irgendwo gute Waffen besorgst. Ich weiß nicht, womit du dich am besten verteidigen kannst. Dann kommt auch auf Nahrung und Wasser, weil das ist immer verstrahlt und entweder du kochst das Wasser ab oder du guckst halt, dass du so wenig wie möglich radioaktives Zeug in dich reinfutterst, weil dann kriegst du Krankheitserscheinungen und dann hast du ein Problem. Dann okay. Kannst du gucken, dass du Klamotten findest, die dich schützen vor der Strahlung. Ich weiß ja nicht, ob du so ein... Ganz kurz mal, es kommt sehr viel Strahlung vor. So wenig Radioaktives wie möglich. Okay, ich weiß nicht, ob ich weiterhöre. Ich höre jetzt mal, warte. Suchertyp bist und Sachen entdeckst. Suchertyp? Mal so ein bisschen. Aber man kann verschiedene Sachen sein. Kampfgeist raushängen lassen, dann klappt das schon. Wie gesagt, ich hoffe, du denkst nochmal in Ruhe darüber nach. Man muss ja auch nicht alles mitmachen. Aber falls du das doch machen möchtest, ruf doch einfach mal danach an. Dann weiß ich, dass es dir gut geht. Okay, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ich habe keinen Bock mehr, Hauke. Ganz ehrlich, das Erste, was ich dachte, wäre so Schokoriegel oder so. Ich wollte eigentlich nur Schokoriegel und ganz viel Essen mitnehmen. Und sie redet hier über irgendwelche Survival-Sachen. Okay, ich hole schon mal, ich hole einen Beutel. Ich mache da alles rein, was ich finden kann. Das ist auch okay. Ich komme mit so einem Koffer. Ist ja so unpraktisch vielleicht. Okay, ich habe original nur Süßigkeiten und ein zweites Paar Socken mitgenommen. Ich brauche einen Wasserkocher. Aber wir haben keinen Strom, oder? Nein. Haben wir Strom? Nein. Gott, das ist alles so viel für mich. Das macht man mit Feuer auch. Feuerzeug. Ich habe übrigens die Koordinaten jetzt. Meinst du so eine Duftkerze vielleicht? Ich meine, ich glaube, es riecht da ja auch nicht so gut. Ich bin so wahnsinnig. Top-Idee. Okay, ich habe auf jeden Fall super viele Süßigkeiten und Chips und ein Feuerzeug. Mehr habe ich nicht. Willst du einen Oreo-Keks? Ja. Oh, nein, nein, Mann. Ich brauche morgen, hallo? Ich werde sterben. Ja. Also ich habe jetzt die Codes hier auch mal eingegeben. Und? Geht, was ist das? Sehr grün. Wie heißt denn der Ort? Das ist überhaupt in Berlin? Also nee. In Bayern, glaube ich. Wow. In der Nähe. Wie heißt der Ort? Er wird sterben? Ja. Okay, sieht absolut nach nichts aus. Alles klar. Vielen lieben Dank. Okay, ich mache erstmal einen Beauty Day, weil ich will schön sterben. Und dann möchte ich, denke ich, ins Bett. Dann gehe ich einfach ins Bett. Ich gehe ins Bett. Es ist gerade 14 Uhr. Ist mir scheißegal. Ich bin jetzt fertig, ich habe mich ganz schön fertig gemacht. Ich habe Tee auf meinen Pullover gekleckert, aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht den gleichen Pullover nochmal hätte. Ich habe jetzt meinen Tee getrunken, ich hoffe, es wird nicht mein letzter sein. Ich werde jetzt los, weil ich zu spät bin.
Hauptsache, ich komme selbst zur Apokalypse zu spät, meine Damen und Herren. Okay, wow, wer hat gerade bemerkt, dass er seine Handschuhe vergessen hat? Ich habe aber einen Schal. Vielleicht rettet mich das. Okay, es ist mittlerweile schon hell. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich bin jetzt einfach den Koordinaten nachgegangen und hier sind auch schon Leute. Das ist schon mal ganz gut. Okay, und hier steht Fallout. Hier ist so ein Bus. Hallo. Hallo. Hi. Okay, wisst ihr mehr als ich? Nee, oder? Bulli. 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 Okay. Klingt alles ein bisschen, ich habe Angst. Also ich weiß nicht, du weißt auch noch gar nicht, was passiert. Gar kein Plan. Survival Camp, mehr wissen wir nicht. Es ist super ein bisschen, laut. Ich bereue es ein bisschen, Leute. Aber gut, wir fahren jetzt ungefähr schon seit einer halben Stunde. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob wir noch in Berlin sind. Aber ja. Was macht dein Handy da für komische? Weiß ist nicht. Irgendwas mit dem Bild? Hä? Wo sind wir hier? Okay, Schuhe super, deine Hose ist auch perfekt, die Jacke sitzt. Die sieht gut aus. Man wird mit dir lang. Hier? Leute, kommt, hier links, oh.